So, willkommen zurück zu Amnesia und ich bin ein Vollidiot. Ich weiß, das wisst ihr, allerdings gibt's diesmal wieder einen neuen Grund dafür. Und zwar habe ich die ganzen 14 Parts vorher totale Scheiße gebaut bei der Aufnahme. Es gab noch eine Option in den Optionen, die ich vergessen habe anzuklicken, weswegen das teilweise doch sehr breiig aussah. Und die habe ich jetzt aktiviert. Und außerdem habe ich die ganzen Parts auf 15 Frames aufgenommen. Yay! Ich bin so awesome. Ich bin der beste Let's Player ever, Mann. Ich könnte mich verprügeln. Gut, ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Es sollte besser werden. Und nach der kurzen Einführung... 15 Parts, Alter. 14 Parts. Geht's jetzt zurück ins Spiel. Und wir haben... Wie viel? Drei Stücke von den Kugeln, genau. Ich muss kurz überlegen, was wir zuletzt gemacht haben hier. Das war... Genau, hier war... Naja. Bester Gedankengang ever, ne? Das war... Hier war... Ja. So, hier im Dunkel zum Beispiel. Das war immer so scheiße pixelig. Und ich habe mich gefragt, woran das lag. Ich bin jetzt gerade unsicher, ob ich die Tür schon mitgenommen hatte im letzten Part. Ich gehe einfach mal rein. Weil der Part ist ja auch schon wieder ein Tag her. Und da vergisst man Sachen. Hoppala. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. Whoa. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, also dem Alexander-Typen glaube ich gar nichts. Und vor allen Dingen, es kann ja schon mal passieren, dass irgendwie aus Versehen Brand entsteht und man deswegen nicht direkt verantwortlich ist für den Tod von jemandem. Aber nichtsdestotrotz gehen wir hier rein und sehen die nächste Folterstelle, wie ich einfach mal denke. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was hier passiert ist, aber das werden wir, glaube ich, gleich erfahren. Hey, Säcke! Oh! Das vierte Stück! Boah, es ist immer so hell! Diese Folter-Szenen sind echt krasse Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Um ihn dann wahrscheinlich nochmal zu foltern... Alter. Okay. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Wir haben den vierten Teil der Kugel. Zwei fehlen noch. Das geht erstaunlich gut voran. Also ich habe damit gedächtet. Was ist das für ein... Satzwort. Satzwort. Hey. Guckt euch die Videos von Norma Bolzer an. Da lehrt ihr neue Worte, Kinder. Und ihr lernt auch, wie... Alter, wie man eine Treppe nicht hochkommt. So. Was haben wir hier? Nee, das will ich nicht. Das will ich. Ach, was ist das? Schnur. Eine starke Schnur aus Hanf kann man notfalls auch rauchen oder anziehen. Theorie bestätigt.
Falls ihr euch daran erinnert, es gab eine Stelle, wo wir Blut kriegen konnten. Eine von den noch zwei fehlenden Zutaten. Ja, und jetzt weiß ich auch, wie wir die kriegen. Und hier ist eine Notiz. Notizen zur Folter. Hier sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden. Entschuldigung. Da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Wow. Das ist, wie ich mir gedacht hatte, dass die Leute hier quälen, um ihre Lebensessenz zu kriegen. Alter. Ist hier noch irgendwas drin? Auch so ein Erinnerungsding. Ich muss mich nochmal kurz räuspern, Sekunde. So. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich. Und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablette präsentiert wollen. Ja, das steht auf einer Tablette. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Wieder eine schöne Notiz von Mr. Alexander. Ich bringe die ganze Menschheit um. So, können glaube ich wieder aufstehen. Ansonsten ist hier nicht wirklich was. Und Alter, warum drücke ich die ganze Zeit die falschen Tasten? So. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das Blut, nicht wahr? War ich eigentlich hier schon in allen Räumen drin? Moment, ich bin. Da war ich auf jeden Fall drin. Alter, dreh dich nicht so schnell. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Ich gehe hier nochmal schnell rein. Da war ich aber drin. Nur sicherheitshalber nochmal gucken. Lampe an, Lampe immer an. Ach, hier ist ja auch das Blutding. Das passt. Es ist mit Blut gefüllt. Okay. So, habe ich hier sonst noch irgendwas vergessen? Nein. Das hatten wir im letzten Part. Ich gehe jetzt natürlich auch nochmal sicherheitshalber kurz in den anderen Raum gucken. Was fehlt uns denn jetzt noch für eine Zutat? Pilzsporen, glaube ich, ne? An dem Moment in dem Raum. Klar, habe ich angefangen. Kann ich mir das sparen? Ich könnte die Lampe kurz mal nachfüllen. So. Zwei Teile fehlen noch. Und eine Zutat.
Übrigens, dieser Almater, ich habe so das Gefühl, dass wir den eventuell brauchen, um die ganzen Teile nachher zusammenzusetzen. Ich weiß es nicht mehr genau. So, Hauptschiff. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davonmachte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. Ich glaube, das habe ich auch schon fortgelesen. Ja. Mein Verstand ist auch weg. Ihr müsst das ein bisschen entschuldigen, ich nehme gerade direkt nach der Arbeit auf. Ach, der wieder, Alter. Du. Heißt, im Altarraum sind die letzten beiden? Wo war denn jetzt der Altarraum? War das hier oder war das auf der anderen Seite einfach? Altar. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Mhm. So. Hier sollen also die letzten zwei Teile sein, aber... Achso, hier rennt ja auch wieder unser Freund rum, ne? Ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier habe ich doch alles abgesucht. Es gibt ja quasi nur zwei Räume. Ich renne mal ein bisschen. Wo was sein könnte. Das wäre dieser und der gegenüberliegende. Gesundheit, was? Und der gegenüberliegende. Das kann ich nicht benutzen. Hier ist nichts. Es ruckelt jetzt gerade so ein bisschen im Spiel. Ich will mal hoffen, dass das nicht so... Alter, meine Maus. Nicht so heftig in der Aufnahme... ist. Ich wollte mich gerade fragen, warum das Monster jetzt hier nicht auftaucht. Und dann wiederum ist es mir ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Hauptsache ist, es ist nicht da. Stimmt, hier kam ich ja nicht rein, ne? Die war ja zu. Ja. Also der alte Mann hat uns belogen. Hier ist nix. Was ich machen könnte... halt nochmal in die andere Tür reingehen. Gucken, ob ich da vielleicht irgendwo was übersehen habe. Ja, renn dich einfach fest. Ach, ich bin ja von hier gekommen. Warum? Ja. So. Okay, jetzt geht das Gesuche los. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudan um. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Die arme Flasche. So. Ich werde dir auch keine Gesellschaft leisten, alter Mann. Du gehst mir so auf die Nüsse, ne? So. Hier irgendwas übersehen? Hier war ich doch aber schon drin, oder? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. War ich hier überhaupt schon drin? Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senden schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden.
Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Ich frage mich echt gerade, ob ich hier schon drin war. Sieht irgendwie so aufgeräumt aus, da kann ich eigentlich nicht drin gewesen sein. Ups, falsche Taste. Eben kurz eine Runde schunkeln hier. Altarraum, Eingang. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskusrosenöl zu suchen. Warum immer so schwierige Worte? Warum nicht einfach hier, was ich, Puderquaste? Verärgert fing er an, nach der Puderquaste zu suchen. Doch hier war ich. Da war der Typ, den wir gefoltert hatten. Mhm. Das heißt, hier habe ich vielleicht irgendwo was übersehen. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Hey, da ist irgendwie mein Desktop aufgeploppt. Warum auch immer. Solange das nicht so oft passiert wie bei Dead Space, ist alles okay. Oh, shit. Okay, ich gehe mal hier lang. Hier vielleicht irgendwo was übersehen? Da links höre ich was. Ich höre hier eigentlich überall was, wenn ich ehrlich bin. War ich in der Tür drin? Oder bin ich durch die Tür durchgegangen? Jedenfalls schließe ich sie erstmal. Hier war ich definitiv nicht. Und ich sehe eine eiserne Jungfrau. Und ich weiß aus diversen Mods, dass das nichts Gutes heißen kann. Ich stehe hier mal wieder auf. Ja. Na, falsche Taste, Mann. Ich sag ja, bester Tastaturspieler aller Zeiten am Werk. Laudanum. Laudanum. Ich wusste es so, verdammte Scheiße. Es war so klar. Warum habe ich mich denn noch erschrocken, ey? Boah. Du Pissding. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden. Aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Mhm. Oh. Ist das ein Bruchstück? 5. Oder? 3, 4, 5, ja. Okay. Diese Folterdings sind so eklig, ne? Das ist gut gemacht. Okay, hier wieder raus. Ich werde mich hier nochmal weiter umschauen. Der Hoffnung von nichts entdeckt zu werden. Ich könnte ja auch den Pussy-Mode anschmeißen und hier zwischendurch mal kurz einen Cut machen. Ein Kack. Ich kack mal eben hier in die Ecke. Aber möchte eigentlich noch ein paar Minuten mitnehmen. Ich gehe noch mal
zurück, wo ich glaube ich im letzten oder vorletzten Part war. Es ist hier so scheiße still, warum? Und dann wiederum nicht hinterfragen, einfach mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu dem anderen Raum gekommen bin. Da, oder? Das ist der Eingang wieder. Altarraum Eingang, ja. Gut. Oder eher schlecht, vielmehr. Du hörst überall irgendwas. Ah, hier ging's lang. Aber zum einen möchtest du dich gar nicht umdrehen und zum anderen, selbst wenn du dich umdrehst, du siehst nichts. Das ist so scheiße gut gemacht hier, ne, mit der Atmosphäre. Oh, diese Mäuse. Irgendwo war hier doch eine Tür. So. Ich bin gerade etwas... Wo? Schleich einfach weiter, schleich einfach weiter, schleich einfach weiter. Ist das die Tür, die ich suche, oder bin ich im Kreis gerannt? Renn! Und mach zu. Von innen. Schön. Gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo was übersehen hab. Hier war ich auf jeden Fall. Warte mal, kann ich den mitnehmen? Ja, aber es berechte mir ja nichts, ne? Gut. Heißt, hier habe ich auch nichts übersehen. Alter, der kommt jetzt nicht hier angeschissen, oder? Gut, Leute, dann mache ich den Pussy-Mode an. Mache hier einen Cut. Also, Agrippa meinte, irgendwo hier im Altarraum. Die letzten zwei Teile, eins haben wir. Das andere, da muss ich dann gleich nochmal gucken, wo das sein könnte. Sehen wir in der nächsten Folge. Das war, ich wollte gerade sagen, Agrippa für diesen Part. Anisha für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.